Aber soll da nicht mein Bier sein. Oh. Meine Güte, mein Hals geht mir halt gerade wirklich auf den Senkel. Und ich trinke schon. Ah, wir haben einen Kristall. Schön, 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 schön. So, okidoki. Hey, sind das zwei unterschiedliche Tränke? Großer? Ach, großes Lebenselixier. Ah, okay. Wollte ich den nicht. Ach so, das Ganta, was aber erst ab Level 68 oder so war. Level 59. Gut, okay, naja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, Träne der Göttin. Ich glaube, den konnte man dann kaufen. Da bringt es eigentlich auch nichts, den. Oh, entschuldigt mal bitte. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Dann bringt auch nichts, den in einer Item-Auktion zu verkaufen. So, dann erstmal ab zum Händler, ein bisschen Geld machen. Ach man, du immer mit denen. Ich weiß schon alles, was man wissen sollte. Total überheblich. So, weg damit. Verkaufen, 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 verkaufen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Ganta. So, das Verkaufen ist zwar immer etwas lästig, aber man kriegt ein bisschen Money. Oh, das waren die Schuhe, die man nicht braucht, die ich nicht brauche. Und dann jetzt auf zur Ablage und dann das Ganze noch einmal mit Keanu. Oh, das ist so nervig. Finde ich. Aber ich habe ja noch ein bisschen was. Hoffe ich in petto. Nein, keine Ahnung. Ich will dir ein bisschen was geben zum Aufbewahren. Das ist. Okay. Ach, den wollte ich doch noch verkaufen hier, den kleinen Glückstrank. Warum gibt es hier eigentlich, warum gibt es so viele unterschiedliche Arten von Verwandlungstrank? Was ist denn? So, und den Rüstungstrank, den wollte ich doch jetzt noch verkaufen. Ja, jetzt kommt wieder, den kannst du doch mal selber benutzen. Eines Tages werde ich eine Diva sein. Aber im Endeffekt kommt es doch nicht unbedingt drauf an, dass man ja, kein Damage bezieht, oder? Also. Ich muss denn immer wirklich alles. Vor allem, es ist ein Spiel. Es ist wirklich nur ein Spiel. Was war denn? Was war denn das jetzt mit dem Leuchten? Warum bin ich aufs Pferd gegangen? Muss denn wirklich immer alles in einem Spiel 100% perfekt sein? Schade, verloren.
So, na gut, nochmal Keanu Siege. Und da kann man doch auch mal. Ich weiß es auch nicht. Was, warum. Da bei einigen der Anspruch besteht, dass man in einem. Ich will jetzt nicht sagen bei allem, dass man in einem Spiel alles perfekt machen muss. Also, oder bin ich einfach nicht der Typ dafür oder verstehe ich da etwas nicht? Es kann auch sein, dass mir vielleicht da irgendwas, was fehlt, irgendein Verständnis fehlt. Aber ich finde es, man lebt nur einmal auf dieser Erde. Und man soll in diesem Leben sollte man doch das also machen, was einem Spaß macht, finde ich. Mit Freude ins Leben gehen. Das ist mein Motto. Also so mein Leben, so ein Motto, was ich mir versucht habe zuzulegen und wonach ich auch so ein bisschen. Man kann alles im Leben machen, was man will. Man muss bloß mit den Konsequenzen rechnen. Und hier in dem Spiel kann ich doch eigentlich auch so machen, dass ich Spaß habe. Und was ist daran, also jetzt nur mal an dem Beispiel an dem Rüstungstrank machen. Ich finde es nicht wirklich sinnvoll, ihn zu benutzen. Gut, auch wenn ich jetzt ein bisschen Damage beziehe. Aber mein Damage geht nicht, also ich beziehe nicht so viel Damage, dass meine Lebensleiste runtergeht. Also die 100, maximal 200 Stück geht die runter. Und klar, ohne, ich sag mal, Schubse in die richtige Richtung, wäre das nicht so. Klar. Aber ich sag mal, da kann ich doch mit dem Rüstungstrank Geld erzielen und mir dann davon, von dem Geld, lieber andere Sachen kaufen, die mich weiterbringen. Versteht ihr? Also, ich mache halt, mein Motto ist halt, man kann alles im Leben machen, man muss mit den Konsequenzen rechnen. Und dann, manchmal überlege ich dann, wenn ich das jetzt mache, was hat das für Konsequenzen? Und je nachdem, welche Konsequenz ich haben will, mache ich das oder das. Oder manchmal mache ich auch einfach drauf los. Und hier ist es so, ich will mir halt Sachen kaufen. Ich will mir halt ein paar Sachen kaufen, um dann zum Beispiel Runen der Bündelung und so weiter, um dann magische Effekte zu übertragen, um meinen Umhang zu verbessern und so weiter. Dafür brauche ich aber Geld. So, und wenn ich den Rüstungstrank verkaufe, zum Beispiel, kann ich Geld bekommen, nicht viel, aber ich kann Geld bekommen und ich bekomme mehr, als wenn ich ihn nicht verkaufe. Aber das ist Fakt. Wenn ich ihn nicht verkaufen würde, klar, an manchen Stellen gebe ich vielleicht auch sinnlos aus, aber wenn ich ihn jetzt nicht verkaufen würde, würde ich das Geld dafür nicht bekommen. Und ich bin in der Lage, ihn verkaufen zu können, weil ich nicht so viel Damage bekomme, dass ich den Rüstungstrank benötige. Klar, einige haben gesagt, die bekommen aber viel Damage. Aber ich finde, das macht nichts. Erstens kann ich mir dann entweder Tränke kaufen oder selbst herstellen, beziehungsweise ich habe auch noch genug Lebenstränke. Und bisher, ich bin auch noch nicht in der Lage, also beziehungsweise ich bin auch nicht in der brenzlichen Situation, dass ich die Lebenstränke bräuchte. Und deswegen verstehe ich das irgendwo nicht, dass er dann rumschimpft, verkauft doch die Tränke nicht, Rüstungstränke und so, benutzt sie doch selber. Ich finde, ich brauche sie nicht. Es ist meine Ansicht, klar. Jeder kann natürlich eine andere Ansicht haben.
Verstehst du? Ich mache halt immer so Kosten-Nutzen-Faktor. Und wenn ich es verkaufe, finde ich, bringt es mir mehr ein. Also habe ich einen größeren Nutzen davon. So. Nun gut, jetzt da. Das dazu. Ich habe jetzt auch mit Absicht mal, also ich versuche jetzt so auch so Themen, wo ich mich eigentlich auch so ein bisschen drüber aufrege, versuche ich jetzt mal, was heißt aufregen, aber die mir einfach doch aufregen, weil ich da einfach vielleicht auch nicht ein bisschen was hinterblicke oder einfach nur sage, gut, derjenige fehlt einfach einfach ein Stück Erfahrung oder gut, er hat ein anderes Denken, aber weiß ich dann halt, dass er das so ausdrückt, als wäre hätte ich ein Scheißdenken, beziehungsweise ich denke mal, ihr wisst, was ihr meint. Einfach Sachen, wo ich mich so ein bisschen vielleicht auch an den Kopf greife und frage, wieso, denkt mal nach und so ein bisschen,